Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Shield Wall. Wir starten natürlich Singleplayer Kampagne und als letztes hatten wir, glaube ich, das Battle of Britannia. Also wir haben die Piraten besiegt. Jetzt machen wir noch Battle of Alessia und dann sind wir wieder auf dem aktuellen Stand sozusagen. Wir starten direkt rein. So Leute, wir sind jetzt hier gespawnt und wir spawnen auch direkt neue Truppen hier mit uns. Wir müssen, glaube ich, das ist die Map, wo wir, genau, wir haben hier überall Stützpunkte und wir müssen die Burg einnehmen. Das ist das Ziel. Und, ja, wir verschieben direkt mal in die Mitte, wäre sonst ein bisschen dumm. So, ich habe auch direkt das Limit of Units erhöht. Und versuche jetzt hier nochmal direkt Truppen. Achso, ich habe schon das Limit, ja, okay. Dann greifen wir mal einfach an und versuchen mal die Tore schon ein bisschen kaputt zu machen. Weil dann haben wir schon einen kleinen Vorteil und das ist ganz nice. So, die Tore gehen jetzt zu. Wir haben hier leider auch Spearmans. Die sind ein bisschen abfuck tatsächlich, weil die machen immer noch trotzdem so... was? Die haben Reinforcement? Warte mal, haben die jetzt Unterstützung? Oh ja, die warten auch da. Ich gehe mal zurück. Lol, die haben wirklich... Ich muss da noch spawnen, solange ich kann. Die machen die dann vielleicht direkt noch fertig. Ich versuche hier direkt einzunehmen. Alter, greif doch an. Oh Gott, Leute. Oh mein Gott. Bitte, wir gewinnen. Oh nein. Nein. Oh nein. Wir müssen kurz wieder zur Seite. Okay, Leute, mach die ganz kurz fertig. So, dann gehen wir hier direkt wieder. Tut mir leid. Gehen wir direkt wieder zur Mitte und nehmen das kurz ein hier. Okay, das Ding ist, wir wissen jetzt, dass sie Verstärkung holen können. Das heißt, wir müssen auch aufpassen. Nicht, dass die uns plötzlich angreifen. Ich glaube, das Tor ist noch nicht fertig. Ja, oh Gott, das ist perfekt. Das heißt, wir können da schon mal reinstürmen. Oh ne, jetzt haben die wieder Reinforcements. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Die kommen auch immer von da, oder? Ja, scheinbar. Das ist nervig. Das ist echt scheiße. Den kann man überhaupt nicht gut angreifen oder verteidigen. Zumindest sind es nur kleine Gruppen an Truppen. Weil, oh ne, jetzt ist das Tor wieder repariert. Egal, dann machen wir das kurz wieder so ein bisschen kaputt. Okay, ich sollte vielleicht weggehen, weil ich bin der Letzte, der noch lebt. Och Mann, Alter. Ist gar nicht so einfach. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn wir ein bisschen Fortschritte erzielen. Aber als erstes holen wir uns jetzt noch ganz kurz den Standard, Mann. Oh nein, das ist dumm. Wir sind jetzt hier im Fighten und da drüben kommen jetzt die Leute und greifen jetzt dort an. Ich hoffe, die anderen Leute von uns haben die Grünen fertig gemacht, so ein bisschen. Sonst sind wir ein bisschen am Arsch. Ja, guck, jetzt kommen die schon wieder. Oh Gott. Okay, aber sie bremsen zum Glück ein bisschen. Und wir haben hier auch ein paar Verteidigungsleute, habe ich jetzt mal einen Stark geholt. Einfach damit man ja hier ein bisschen verteidigt ist, weil die machen, glaube ich, schon ganz gut Damage hier am Anfang immer. So, wir werden jetzt wieder 20 Leute. Wir könnten jetzt warten und Gold ansparen, damit wir bessere Updates hier kaufen können. Zum Beispiel Torschaden. Das wäre tatsächlich sehr hilfreich. Und dann vielleicht auch noch hier das Standartenmann-Dings, sein Form-Effekt-Dings. Scheiße, jetzt greift Grün an. Jetzt hatten wir hier ein Problem. Wir mussten hier kurz verteidigen und jetzt greift Grün gerade an. Und ich weiß nicht, ob unsere Verteidigungsleute dagegen ankommen, einfach alleine. So, die gehen jetzt da rein, greifen an. Wir holen kurz neue Truppen und dann geht's direkt wieder rein. So, guck, die haben auch Angst. Oh Gott, der Dude tut mir leid. Sie sollen zwar mal die da oben angreifen. Das wäre ganz geil. Wäre halt schon geil, wenn wir jetzt die da oben zumindest mal fertig machen könnten. Oh shit. Oh mein Gott, wir haben es gleich eingenommen. Das könnte es sein. Nee, warte, stay. Ja, weil wir können jetzt hier spawnen. Jetzt, oh mein Gott. Das war so wichtig. Weil jetzt können wir hier die ganze Zeit neue Leute spawnen. Und können sie aber gleichzeitig auch angreifen. Die unteren Punkte sind, glaube ich, einfacher zu holen. Von daher ist das erstmal egal, auch wenn die da jetzt vielleicht Verstärkung holen. Oh lol, die stehen ja direkt hier. Come on. Dann gehe ich jetzt direkt hier hin. Oh ne, der Standardmann ist tot. Naja, egal. Wir spawnen hier direkt neue Leute. Und ich glaube, unsere Verteidigung wird auch angegriffen gerade. Ja. Ja, die werden gerade fertig gemacht. Naja, was soll's. Haben wir hier mehr Truppen, wo wir kurz die Burg einnehmen können. Und dann, ja, können wir den Rest hier noch beseitigen. Alter, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir nicht wirklich vorwärts kommen hier. Oh nein, ich werde so fertig gemacht, ja. Scheiße, Mann. Oh nein. Oh mein Gott, wir verlieren gleich alle Punkte. Oh Gott. Was ist mit dir, Brudi? Der wacht da irgendwie. Okay, wir müssen da kurz neue Leute holen, weil sonst, Alter, pff, wir haben jetzt gleich alles verloren. Oh mein Gott. Okay, wir müssen mehr aufpassen auf diese Dinge, als ich dachte. Auf diese kleinen Angriffe. Oh Gott, Alter. Alter, wir bekommen so wenig Gold. Oh mein Gott. Alter, die werden uns jetzt so ausrotten. Ja, was wollen wir machen? Wir bekommen so wenig Gold.
Oh mein Gott, ich habe gedacht, das schaffen wir auch, wenn wir jetzt mal kurz die Leute hier entspannen lassen. Wer ist eigentlich das hier unten? Der macht die irgendwie fest. Warte, aber jetzt sind alle hinter mir her. Ja gut, macht Sinn. Vielleicht kann ich jetzt kurz noch unsere letzte Flagge dort wieder kurz hingehen, weil wir haben wieder ein bisschen Gold. Vielleicht kann ich da ein paar neue spawnen und irgendwas machen. Alter, meine W-Taste! Ja, ich glaube, wir haben verloren, Leute. 3 Uhr 28 nachts. Ich habe halt schon wieder verloren. Bruder, das Spiel ist so schwierig, Mann. Hä? Guck mal, wie viele Upgrades die aber auch alles haben. Die haben alles. Ich habe nur das hier. Wie soll ich das denn schaffen, Alter? Leute, ich würde sagen, ich werde versuchen, das Ganze im nächsten Video nochmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst trotzdem ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Wusstest du da noch nicht? Es geht gut, das hab ich. Gut, das hab ich. Es geht gut, das hab ich.